Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Splatoon 2 Online. Es gibt wieder eine neue Map, Timlock-Kuppel, auch schon bekannt aus Splatoon 1, und eine neue Waffe namens Deko Splatling oder Splatling Deko, wie auch immer. Und ja, da musste ich schon vorher nachschauen, ob ich die schon habe oder halt nicht, weil wie beim Fokus-Profi-Kleckser muss ich die noch freischalten ab Stufe 20, was ich privat gemacht habe, aber eigentlich weitermachen wollte und dann irgendwie doch die Lust verloren habe irgendwie. Naja, okay, egal. Gehen wir erstmal in den Waffenladen und gönnen uns die Splatling Deko. Bei einem Arti. Heute im Angebot habe ich den Splatling Deko. Etwas Deko auf die Splatling und wir haben eine äußerst passende benannte Splatling Deko. Der Tintwall schützt einerseits und unterstützt auf der anderen Seite auch beim Einfärben. Wenn alles bereit ist, erweitere blitzartig dein Revier, indem du Blubberwerfer und Splatling geschickt zusammen einsetzt. Für etwas Extravaganz im Spiel. Für 9600 Münzen, wir haben uns sogar recht genug. Wird gleich gegönnt, angelegt, fertig. Und dann lassen wir uns gerne im Revierkampf damit begnügen. Also, bis gleich. Und zum Glück wurde es random ausgewählt, dass wir sofort bei der neuen Map Timlock-Kuppel sind. Okay, neue Map eigentlich ja nicht, weil bekannt aus Splatoon 1. Aber ich sage es gerne trotzdem dennoch. Ich glaube, Splatling habe ich hier noch gar nicht ausgetestet. Also die normale Variante halt wohlgemerkt, aber eigentlich ist es gleiches Prinzip. Irgendwie ist es manchmal so ein bisschen komisch oder so mit so einem Splatting zu spielen, weil du musst ja erst aufladen und dann kannst du ja schießen und dann... Warte mal, hier ist einer. Komm, zeig dich. Ah, verdammt. Krieg ich den noch? Mann, ich krieg den nicht. Ich hab einen Kill geklaut. Noch nicht mal eine Killhilfe habe ich bekommen. Ein Blubberwerfer ist auch übrigens mit dabei und Tintenball habe ich vergessen zu erwähnen. Aber the fuck? Warum ist hier dieser Blubberwerfer etwas größer? Was zum Fick? Komm, ich bring dich um. Nice. Ersten Kill schon mal gemacht. Toll. Oh, muss trotzdem jetzt ein kleines bisschen aufpassen. Aber das Konzept lasse ich mal doch so, dass wir eine Runde im Revierkampf machen, also Standardkampf, und zwei Runden im Rangkampf, weil Rangkampf ist etwas interessanter. Auch wenn ich den manchmal überhaupt nicht so leiden kann. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt und ich will mich nicht nochmal zigtausendmal mal wiederholen. Und ja, ich kann noch sicher entspannt bleiben. Okay, also wenn man sich vom Regen töten lässt, dann irgendwie, keine Ahnung, ist das so peinlich. Weil das einfach nur richtig dumm wäre. Ja, natürlich treffe ich den nicht. Ich habe keinen Bock auf die Robobombe. Ich gehe mal lieber. Aber so wie es aussieht, sieht es auch sehr gut aus, ne? Ja, auch vom Zeichen her. Wunderbar. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich habe immer so ein ungutes Gefühl bei Splatlings. Ich weiß auch nicht. Nur der Sniper, ich habe das schon bemerkt. Ich bin ja nicht blind. Kannst du vergessen? Du Penner! Oh, noch die Dullis, ey. Meine Fresse. Ich denke, das wäre jetzt doch der Sniper oder so. Aber so schnell wird er jetzt nur irgendwie doch nicht. Wollen wir hier noch ein bisschen was einfärben hier am Spawn? Was etwas gebracht hat vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wie auch immer. Aber hat wenigstens auch eine größere Reichweite. Ich glaube sogar noch länger als...
als der normale Platscher. Glaube ich zumindest. Der Platscher hat Sniper-Reichweite, das ist cool. Piss dich. Ja, Mann. Nice. Komm, ist jetzt nochmal Blutbewerfer ein. Okay, wo ist die hingesetzt habe, war das so richtig dämlich. Du bist so ein Lappenhaft, ne? Komm, Spawn Trap. Schade. Haben wir trotzdem noch gewonnen? Eieieiei. Ich glaube, das Blatt hat sich soeben noch gewendet. Ach du Scheiße. Ich hätte gedacht, wir würden das noch gewinnen, ne? Tja, da lag ich wohl falsch. Aber ich glaube, mal wieder eine Splatling in der Hand zu haben, ist okay. Aber es ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, keine Ahnung. Vielleicht hat das auch was mit dem Aufladen zu tun, also warum ich da immer meine Probleme habe, weil... Egal, das klären wir in der nächsten Runde. Also, wir machen jetzt Rangkampf 2 Runden und dann, ja, so ist es nicht so langweilig. Also, bis gleich im Rangkampf. Und hier bin ich wieder zurück hier im Rangkampf. Timmler Kuppel steht auch mit zur Auswahl, aber wahrscheinlich spielen wir jetzt den Hafen. Ja, gut. Operation Goldfisch ist angesagt und wir haben gleich ein DC bekommen. Geil, also kann ich mir schon mal vorstellen, dass wir sowas von verlieren werden. Na, wobei, kommt aufs Team drauf an. Bei 3 Leuten ist es zwar ein bisschen knapp, aber man kann es schaffen. Hat es wenigstens zwar selten miterlebt, aber man kann auch gegen zu dritt gewinnen. Verpiss dich, Mann! Ja, genau. Push doch mal nach vorne. Ja, ja, ist ja gut. Alter. Was soll der Scheiß? Das darf echt nicht. Was ist denn das für ein Penner, Alter? Ohne Witz. Den Rage Quit erspare ich mir jetzt diesmal. Das war einfach nur lächerlich. Genau aus diesem Grund, warum ich selten oder fast keinen Rangkampf mehr zocke, weil es richtig assi ist. Aber zum Glück wurde nichts gemacht, weil zu wenig Spieler. Aber das selten anzeigt, warum auch immer das manchmal auch so ist. Keine Ahnung. Aber da habe ich sogar Glück gehabt. Aber trotzdem geht mir Rangkampf manchmal sowas von auf den Piss. Aber okay. Eine Runde noch und hoffentlich, dass sie besser ablaufen wird. Ja! Yeah. Dann hoffe ich, dass es jetzt etwas besser abläuft. Abläuft. Geil, Versprecher immer wieder dabei. Nice. Okay, let's go. Ich versuche jetzt irgendwas zu kommentieren, weil die letzte Runde war wirklich für den Arsch, ohne Witz jetzt, ne? Ach! Komm, Mann! Alter, Junge! Dich kriege ich noch. Egal wie. Ne, warte mal. Hier hin. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, pusht nochmal nach vorne, wie das vorherige Team, ey. Meine Fresse, ich würde das so hart eskalaten, Alter. Ohne Witz, Mann. Aber ich will nicht in jedem Let's Play-Part ausrasten. Das ist auch ein bisschen asozial. Aber ich stehe wieder kurz davor. Ich stehe wieder kurz davor. Komm, verpiss dich. Du sollst dich verpissen. Ja, als ob der mich getroffen hat, Mann. Vormerk. Nicht auslassen. Das ist einfach unmöglich. Das ist lachhaft einfach nur. Nur lachhaft. So, jetzt versuchen wir mal zu pushen. Ihr dreckigen. Warte mal, wo läuft denn der hin? Der läuft ganz woanders hin, ist der dumm? Komm, piss dich weg. Versuch irgendwie da durchzukommen, aber. Nicht da, weil es einen Scheißdreck bringt. Nein, du läufst ganz woanders zu lang. Geh da halt nach vorne. Scheiß Sniper. Ja, wunderbar.
Dämlicher Lackaffe. Ja, fick mich ruhig von hinten. Meine Fresse, ich habe wirklich mal die Schnauze voll. Oh. Ja, Mann. Achso, er wird doch verloren, den Mist. Hä? Nur zigtausend Hitmarker bekommen. Was für ein Kunde. Komm nochmal. Geh einfach hier nochmal irgendwie durch. Ja, genau, du fühlst dich richtig cool, du Honk, Alter. Ey, ich kann einfach nicht. Man kann einfach nicht ganz Zeit ruhig bleiben. Keine Ahnung, Rangkampf fuckt noch mehr ab als Standardkampf. Das ist so unmöglich, ne? Nee. Aber, ja, ich will jetzt nicht jetzt so viel sagen, aber ich habe etwas gute Arbeit geleistet. Allerdings, mit dem Fokusbrot wie Kleckser dieser Pisser, Alter. Der regt mich so hart auf. Das ist ja gerade, nee, das war ein anderer gewesen. Na komm schon. So, jetzt reicht's mir. Komm, lass dich töten. Ich nehme dir jetzt einfach mal. Oh, oh, oh. Aber wir haben jetzt weniger. Okay, wir könnten es eventuell noch schaffen. Wir könnten es eventuell noch schaffen. Bitte. Das wäre schön. Würde mich freuen. Sogar sehr sogar. Ah, ein kleines bisschen weniger. Es war vorher 18, ne? Jetzt haben wir 10. Vielleicht haben wir es ja doch noch in knapp einer Minute noch einen K.O.-Sieg zu bekommen. Verdammte Scheiße! Natürlich. Wie kann man lame sterben? Richtig. Das ist die Explosion der Goldfischkanone. Das ist noch schlimmer, als durch den Regen zu sterben. Nee, wobei, Regen wäre noch schlimmer. Komm, wir müssen das irgendwie verteidigen. Nein, nicht. Boah, ich wieder doch diese verkackte Barriere gestorben, ey. Das darf nicht wahr sein. Nein, ihr bahnt euch jetzt nicht noch einen anderen Weg. Das könnt ihr vergessen. Das sehe ich nicht ein. So. Bleiben wir jetzt hier so lange stehen, ey. Das juckt mich jetzt nicht. Nein. Gut so, wunderbar. Ha, fick. Wir haben gewonnen! Ja! Geil! Zum Schluss lief's doch nochmal recht gut. Oh, danke. Was ist mit der Goldfischkanone? Hallo? Die sieht zufällig? Ich ahne Böses. Okay, doch nicht. Ich dachte schon. Aber wir haben noch gewonnen. Ja! Ja! Gut, dankeschön. Doch nicht nur verkackt, zum Glück. Ich habe ein kleines bisschen mitgeholfen. Muss ich zugeben. Das war schön. Wenn ich bis zum Strich kommen würde, wäre das auch noch perfekt. Weil zwei Risse ist auch schon ein bisschen krass und so, ne? Und? Laufthermo. Habe ich privat schon genug, 6 Stück. Macht sogar viel, kommt aber immer auf die Waffe drauf an. Aber ich wollte sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis dann in einem weiteren Part hier in Splatoon 2 online. Ciao, macht's gut.